Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Palmeras Park. Wir sind wieder zurück am Start. Eine Woche ist wieder vorbei. Das heißt, wir schauen mal wieder hier rein und werden diese Folge auch wieder ein Tier dazu holen. Denn letzte Folge haben wir einmal ein Gehege für den Binturong und den Sonnenbär gebaut auf der ganz anderen Seite des Zoos. Und jetzt begeben wir uns wieder auf die rechte Seite. Denn dort ist auch noch eine ganze Menge Platz, der vollgebaut werden muss. Und ich hatte mir für diese Folge einfach mal überlegt, dass wir einfach mal den Elefanten dazu holen. Einfach mal den indischen Elefanten. Tatsächlich werdet ihr während der Folge auch nochmal merken, dass das Gehege am Anfang etwas klein ist. Tatsächlich, als ich da dran gerade gebaut hatte, sah das für mich alles noch groß genug aus. Aber dann am Ende habe ich selber gemerkt, so, für einen Elefanten ist das Gehege dann doch ein bisschen zu klein. Deswegen, ne, werdet ihr am Ende dann nochmal schön sehen, dass ich da das nochmal ein bisschen erweitert habe. Generell, wie kam ich auf die Idee, hier weiterzubauen? Wir haben jetzt ja theoretisch auf der linken Seite, wie gesagt, den Sonnenbär dazu geholt. Und auch da haben wir natürlich noch ein bisschen weiter Platz und alles. Aber ich wollte so langsam mal so die Wege hier vorne zu bauen. Denn ihr habt vielleicht schon in der Ferne so ein bisschen erblicken können, dass ich dort ein bisschen was mit den Wegen vorbereitet habe. Und zwar soll da so eine Art Garten, so eine Art Allee entstehen. Wie genau, weiß ich noch nicht. Aber da soll so eine Art Garten entstehen und hinter dem Garten soll ein großes Gebäude sein. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob es das Lemurenhaus oder das Affenhaus wird oder doch ein Reptilienhaus oder beides. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber auf jeden Fall soll da ein gigantisches Gebäude entstehen, was natürlich aber auch von der Größe und all dem schon hier reinpasst. Aber wie gesagt, da werde ich erstmal so die nächsten Folgen schauen, wie groß soll das eigentlich werden. Weil ich möchte jetzt natürlich jetzt auch kein Riesengebäude dahin bauen, was so ein bisschen out of place einfach ausschaut. Aber ich denke, da werden wir auf jeden Fall noch zu kommen. Diese Folge aber auch erstmal den Elefanten. Ihr könnt jetzt hier gerade schon sehen, bin ich dabei, einen kleinen Graben auszuheben. Wobei ist es schon eher ein Teich, möchte ich meinen. Ne, damit auch die beiden Elefanten, die hier reinkommen werden, ein bisschen was, ein bisschen Wasser auch haben, wo sie sich drin begnügen können. Und wie gesagt, die Landmasse wird dann später auch nochmal vergrößert. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel, viel Spaß mit der Folge. Wenn euch diese Folgen generell gefallen, würde ich mich immer sehr über Kommentare und Daumen hoch freuen. Unterstützt mich sehr. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Und dann starten wir rein. Thank you.
Ausnahmsweise platzieren wir mal keine Pflanzen am Ende der Folge, sondern sind erstmal an der Dachkonstruktion noch zugange. Jetzt gerade konntet ihr während des Pflanzens, oder während des Bildpflanzens vielmehr, sehen, wie groß das Gehege halt ist. Ihr merkt halt jetzt schon, das ist viel, viel, viel zu klein. Wird natürlich nochmal größer, habe ich ja schon angekündigt. Aber jetzt erstmal wird nochmal ein bisschen das Dach hier verschönert. Habe mich auch hier wieder für so eine Art Spitzdach entschieden. Finde ich, passt aber auch sehr gut hier rein. Und es ist ja auch im indonesischen DLC-Packet drin gewesen. Also benutzen muss man das hier so oder so. Passt aber auch sehr, sehr gut. Ich hoffe natürlich jetzt, ihr hattet viel, viel Spaß mit der Folge. Und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, gerne in die Kommentare. Checkt uns gerne mal die anderen PlanetZoo-Projekte aus, die wir gemacht hatten bisher. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen. Außer habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.